Halt! Keinen Schritt weiter! Ihr habt nicht das Recht, nach meinem Namen zu fragen. Ihr habt unseren Tempel entweiht. Ihr habt das Blut der Gläubigen vergossen und unsere Jungen umgebracht. Genug. Ihr sagt mir jetzt, Eindringling, weshalb ihr all das getan habt. Was führt euch hierher? Ich bin Vater Colgrim, Leiter und Lenker der Jünger von Andraste. Tötet uns und ihr steht Andraste gegenüber. Sie wird das Blut an euch riechen und voller Zorn sein. Die Prophetin Andraste hat den Tod selbst besiegt und ist zu ihren Gläubigen zurückgekehrt, strahlender, als ihr es euch vorstellen könnt. Nicht einmal das Reich von Tevinter könnte sie jetzt besiegen. Was wollt ihr da ausrichten? Sie ist noch im Tempel. Aber wozu brauchen wir Asche, wenn wir der wiedergeborenen Andraste in all ihrer Herrlichkeit dienen? Ihr wollt also die Asche. Vielleicht gibt es eine Sühne für die Entweihung unseres Tempels, der auch unser Zuhause ist. Vielleicht macht Andrastes Gnade aus ihrem schlimmsten Feind ihren größten Streiter. Die Asche, die ihr sucht, befindet sich auf dem Gipfel dieses Berges, behütet von einem unsterblichen Wächter, der die Wahrheit über die Auferstehung unserer Herren nicht glauben will. Die Asche hält die heilige Andraste davon ab, vollständig in ihre neue Form überzugehen. Solange dieser Rest ihres früheren Seins existiert, bleibt ihr der nächste Schritt verwehrt. Zu den Waffen, Brüder! Andraste wird uns den Sieg schenken! Also...